Mensch. Ein Bahnhof mit mindestens 12 Bahnsteigen. Jeder Bahnsteig kann unterschiedliche Gleise. Ja, sowas brauchen wir echt noch nicht, Leute. Da haben wir noch viel zu wenig Bevölkerung für, glaube ich. Da ist ganz schön viel Wasser drin. In unserem Abwasserklärungskanal. Ja, ich habe es gesehen. Danke. Bitte Hinweis entfernen. Ja. So, kriegen wir da noch einen rein? Ohne Gefahr. Ich will nicht, dass das ganze Ding überläuft und die Suppe zurück in die Stadt fließt oder so. Na, wie sieht's aus? Oh, prima. Wasseraufbereitungsanlage. Super. Bei 18.000... Oh, geil, jetzt baue ich gerade das andere Gedöns. Wie sauber ist denn das Wasser im Vergleich? Weiß ich jetzt gar nicht. Kostenaufwendig reinigt ja das Wasser reduziert. Okay, das. Man weiß nicht, welches jetzt besser ist, ne? Hm. Och Mensch, diese blöden Hinweise. Ja, ist gut. Ich weiß, da gibt es Dinge. Möchte ich 50.000 für den Müllsammler ausgeben und das Wasser reinigen? Eigentlich schon, ne? Denn es ist doch okay. Kann man das abschalten? Ich hoffe. Hier kommt jetzt mal der Müllsammler hin. Ja, der kostet viel Geld, aber wir hatten, oder ich hatte das Ziel, eine grüne Stadt zu kreieren. Das heißt eigentlich, sobald ich kann, muss ich auch irgendwie auf grün gehen. Da sollte ich jetzt auch keine Ausreden finden. So, wie sieht's aus? Macht er schon? Ich bin mir nicht sicher. Ein bisschen sauberer scheint es zu werden. Ja, doch. Die Dreckschwaden verringern sich. Das ist schon mal gut. So, abschalten. So, jetzt ist die große Frage. Was machen wir als nächstes? Wir haben eine ordentliche Geldspritze über den nächsten Meilenstein hier geschafft. Als nächstes käme das Solarkraftwerk, was aber, glaube ich, wirklich nicht so gut ist wie dieser Aufwind-Solarturm. Moment. 240? Nein, bei weitem nicht. Wobei, halb so gut vielleicht und auch halb so viele Kosten. Ich glaube, wir nehmen den Aufwind-Solarturm. Macht der Lärm? Der macht Lärm. Okay. Das bedeutet, ich glaube, ich werde hier dieses Holzgebiet mal entfernen. Das liegt sowieso eigentlich tierisch ungünstig. Machen wir das mal so. Kraftwerk hin. Jetzt haben wir viel zu viel Strom. Das heißt, wir schalten diese mal ab schon mal. Die lasse ich aber stehen. Die stören ja im Moment nicht. Wir brauchen den Platz nicht. Wir haben jetzt wirklich viel, viel, viel zu viel Strom. Und auch hier schalte ich mal ab. Da müssen wir nur aufpassen, dass unsere Wasseranlagen, die Pumpen, noch genug Strom bekommen. Und auch natürlich unser Recyclingzentrum, dass da der Strom erhalten bleibt. Wir haben immer noch viel zu viel, ja. Hm, okay. Machen wir mal den hier. Und den hier. Dann gehen wir halt außen rum. Zack. 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 Okay. Oh, ich glaube, wir haben ein Leichenproblem. Oh, ja. Also schauen wir mal, dass wir hier... Na, irgendwo hier... ein Krematorium hinbekommen und auf jeden Fall hier in dem Bereich auch ein Krematorium hinbekommen. Hallo? Nicht genügend Geld. Okay. Das ist ein Argument. Kostet 25.000 und wir haben es nicht.
Strom haben wir Massen. Wirklich Massen. Ich kann hier hinten immer noch abschalten. Ich hoffe, das bleibt auch so erstmal. Und wenn wir Probleme mit dem Strom haben, schalten wir einfach die Geräte wieder an. So einfach ist das. Und, wie sieht's aus? Strom, Der ist auch schon aus. Dann wird er jetzt gleich auch runterfahren, glaube ich. Geld, ja, jetzt haben wir es wieder. Krematorium. Ich will nicht zu viele Gebäude hier zerstören. Da, okay, komm. Und so ein Friedhof kann man natürlich auch mal entleeren, vielleicht. Wie sieht die Krematoriumsverfügbarkeit aus? Sehr gut. An sich sehr gut. Jetzt haben wir auch ein paar mehr Fahrzeuge, die Leichen abholen. Auch das ist natürlich gut. Arbeitsplätze immer noch nicht ganz gefüllt, ne? Aber die ersten Züge mit Material scheinen angekommen und abgefahren zu sein. Verkehr, Pufaxstraße immer noch hoch belastet. Mit, ich denke mal, es sind einfach Waren. Und da müssen wir vielleicht noch irgendwie eine Möglichkeit finden, das Ganze ein bisschen zu verbessern. Aber wir brauchen auch Arbeitsplätze. Mal gucken. Es wird immer besser. Also immer noch gebildet, 38%. Aber ich sage mal, als durchlaufend von der ungebildeten Gruppe haben wir jetzt Menschen, die bis zur Hochgebildeten hochgegangen sind. Also gebildet haben wir gleich viele, aber die sind halt aus der ungebildeten Schicht gekommen. Aus der gebildeten Schicht sind einige in gut gebildet gegangen. Und halt der letzte Schritt bis hochgebildet, genauso, denke ich. Weg. Achso, auch die Anzeige aus. Was haben wir hier für ein Problem? Nicht genügend gebildete Arbeiter, ja, aber da tut sich was, keine Sorge. Das heißt, gehe ich jetzt auf Bürogebiet und was machen wir hier mit den Autobahnanschlüssen? Brauchen wir die überhaupt noch in der Form? Ich fürchte ja. Ich fürchte tatsächlich ja. Es fahren immer noch einige Laster da lang. Aber ob wir so einen Dongle brauchen, ist die große Frage. Erstmal richte ich hier eine Allee noch ein. Die ein kleines Bürogebiet wieder hier reinsetzt. Arbeit, Arbeit. So. Hier machen wir noch Gewerbe draus. So ein bisschen der Nachfrage entgegenarbeiten. Was sagt denn die Bildungskarte? Also hier sieht es Grundschulen bildungsmäßig jetzt noch viel besser aus. Da gibt es wirklich nur noch wenige, die nicht gebildet sind. Oberschule, es wird. Aber langsam. Da hinten natürlich gar nicht, aber okay. Wo könnten wir noch eine Schule brauchen? Hier, ne? Aber ich verspreche, jetzt Fokus auf Feuerwache. Beziehungsweise, wisst ihr was? Wir nehmen das Darlehen an, schieb was drauf, und dann kommt hier ins Zentrum der City. Ort belegt, Ort belegt. Da kommt jetzt eine Feuerwache hin. Und schon steigt die Feuersicherheit enorm an. Oh, da oben ist kein Wasser. So, Feuersicherheit enorm angestiegen. Das heißt, wir können die kleine Wache, die wir hier haben, mal hier oben an die Pufaxstraße setzen. So.
dann müsste es da mit der Feuersicherheit auch viel besser aussehen. Die Industrie bzw. die Bürogebäude sollten sich dann jetzt auch aufwerten. So nach und nach, denke ich. Nicht genügend gebildete Arbeiter, ja, das alte Problem. Da ist eine Aufwertung im Gange, das ist sehr schön. Und die Feuersicherheit hier ist natürlich eine Katastrophe. Irgendwie hilft das. Ich glaube, es kommt vielfach auch einfach durch die Industrie. Ne? Die Holzindustrie ist nun mal einfach auch gefährdet. Ich setze mal hier an die Ecke noch eine Wache. Das verbessert dann dort auch nochmal um ein Vielfaches. Ich fürchte aber, wir brauchen hier einfach eine Straße. Damit der Bereich... Ups, das war ja Spitzenklasse. Damit der Bereich ein bisschen besser erreicht wird einfach. So. Feuersicherheit. Hier jetzt halbwegs akzeptabel. Ich könnte natürlich hier auch noch eine große Wache hinsetzen. Die kleinen dann irgendwo noch anders versetzen. Aber da brauchen wir Geld für. Einfach. Das haben wir jetzt gerade nicht mehr unbedingt. Die Strommasten können weg. Ah, ich überlege immer noch, ob wir diese Einbahnstraße da entfernen. Ob die Müll ist oder nicht. Hier gibt es halt noch auf dem Fortsetzungsstück hier der Pufaksstraße gibt es halt auch noch Verkehrsprobleme. Da können wir ja eigentlich mal sagen, eine Allee muss das nicht unbedingt sein, aber auch nicht mit dekorativem Gras, auch nicht mit Fahrradwegen, das muss eine Straße sein. Ja. Okay, da ist Unmengen belegt, das ist ja prima. So, Upgrade. Da haben wir die Feuerwache. Upgrade. Da haben wir ein Kentucky. Upgrade. So, die Pufaksstraße ist jetzt durchgehend sechsspurig. Nee. Das ist ja witzig. Plöpp. Da hatten wir noch ein Stück. Größere Straße. Besserer Verkehr? Im Moment, jein. Irgendwie nicht so. Und hier ist noch unglaublich Problem mit gebildeten Arbeitern. In dem Gewerbegebiet. Nochmal auf die Bildung schauen. Grundschule, ja. Ja, wir bräuchten hier vielleicht tatsächlich noch eine weiterführende, ne? In dem Bereich. Wobei eigentlich nicht. Eigentlich... Ich würde gerne wissen, wie viele Leute hier wohnen. Also wir können natürlich, ne, damit wir die Bildung schneller auf ein hohes Niveau bekommen, setzen wir einfach mal hier an die Pufaksschule noch so ein Institut für Bildende und so. Mal gucken, ob wir damit dann schneller die Bildung hochgezogen kriegen. 7% hochgebildet. Nur noch 33% ungebildet und davon wird ein Großteil hier in dem Bereich liegen. Apropos hier dieser Bereich, da ist immer noch Lärmproblematik angesagt. Das bekämpfe ich jetzt in Anführungsstrichen. So. Indem ich hier dichter besiedeltes Gebiet draus mache. Und da oben machen wir Gewerbegebiet aus dem Teil. Das wird jetzt erstmal für einen Einbruch, glaube ich, in der Bevölkerung sorgen.
Aber ich glaube, letztlich schadet es nicht unbedingt.